Mion, weiter geht's. Nachdem wir jetzt endlich Pearl dazu gebracht haben, mit uns zu reden, hat sie Mayas Magatama mit Energie gefüllt. Und gleich, wenn es soweit ist, sehen wir die Macht dieses wunderschönen Spielzeugs. Aber zuerst in den Meditationsraum. Yes, Sir. 20. Juni, Fey Anwesen, Meditationsraum. Hey, du bist das, Junge. Ich wette, du wirst sie verteidigen. Ja. Oh, das tut mir echt leid, Junge. Ich wünschte, ich könnte einmal auf deiner Seite stehen. Inspektor Gumshoe. Ja, aber ich sollte so etwas nicht zu dir sagen. Hey, du bist ein süßes Kind. Ich beiße nicht, ehrlich. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Gumshoe Kinder mag. Hey, ich weiß was. Ich zeig dir was Tolles. Sieh mal, eine echte Pistole. Inspektor Gumshoe! Sie können dir doch nicht etwas so Gefährliches zeigen! Oh, Entschuldigung. Bekloppt muss man sein, einem kleinen Mädchen eine Pistole zu geben. What the fuck? Wo sind wir? Wo sind wir hier? Im Anime Gunslinger Girl oder was? Boah, Alter. Was ist mit Maya und den Dingen, die ihr vorgeworfen werden? Ich glaube nicht, dass du gewinnen kannst. Wir haben ein paar Beweisstücke. Sie haben Beweise? Ja, Junge, die Fotografin mit der komischen Frisur wird morgen aussagen. Er meint wohl Lotta. Und wo wir gerade von Lotta reden? Ich habe vorhin ein paar heiße Bilder gemacht. Hä? Erinnerst du dich? Ich habe da drin einige Fotos von der Mordszene geschossen. Stimmt, da war ja was. Lottas heiße Bilder. Ich frage mich, was ihre Kamera eingefangen hat. Abgesehen davon musst du doch mittlerweile erkannt haben, Junge, dass niemand außer Maya Fey es getan haben kann. Was soll ich jetzt Pearl erzählen? Mut zusprechen, genau, Mut zusprechen. Maya ist es nicht gewesen. Wir retten sie. Was Dr. Gray angeht. Das Opfer war nicht richtig berühmt, aber die Leute kannten es trotzdem. Alle Boulevardsendungen haben letztes Jahr sein Gesicht gezeigt. Ja, ich weiß. Ich habe einige Zeitungen aus dem letzten Jahr durchgesehen und... Hä? Ich habe doch einen Artikel ausgeschnitten, aber ich muss ihn verloren haben. Er durchsucht seine Tasche. Die sind echt groß. Er sah doch wirklich interessant aus. Hey, hast du eine Kopie, Junge? Eine Kopie dieses Artikels? Ich denke, Dr. Gray brachte vielleicht gestern eine Kopie mit ins Büro. Dann würde ich sagen, wir unterbrechen erstmal diese Befragung und gehen schnell zu unserer Anwaltskanzlei und holen diesen Artikel ab. 20. Juni, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Puh, fühlt sich an, als wäre ich ewig weg gewesen. Dabei war es nur ein Tag. Stimmt ja. Wo ist diese Zeitung, die Dr. Gray gestern mitbrachte? Ah, hier ist sie. Auf meinem Schreibtisch. Das ist das Einzige, was er zurückgelassen hat, das hilfreich sein könnte. So, und damit haben wir den Zeitungsausschnitt. Wollen wir doch gleich mal durchgucken. Vor einem Jahr am 2. Mai starben 14 Patienten durch Kunstfehler an Dr. Grays Klinik. Ja, das war's. Mehr ist da nicht. Pfui! So, und jetzt zurück zu Gumshoe, weil das war der Grund, warum wir kurz zurückgegangen sind und unterbrochen haben. Nämlich, um ihm das da zu zeigen. Dr. Gray brachte das hier letztens in mein Büro und... Hey, das ist der Artikel, der über die Anklage wegen eines Kunstfehlers. 14 Patienten starben und es gab einen Riesenaufschrei. Ja, aber das ist nicht alles, Junge. Danach wurde die Angelegenheit noch schlimmer. Meinen Sie den Autounfall, bei dem die Schwester starb? Oh, da ist er ja. Heute habe ich meinen eigenen Ausschnitt mitgebracht. Hier, Junge, der ist für dich. In Ordnung, danke. So, damit haben wir den zweiten
Zeitungsausschnitt. Und den gucken wir uns mal an. Mimi Mini, Schwester an Dr. Grays Klinik, schlief am Steuer ein und starb. Mimi Mini? Woher kennen wir den Namen? Den merken wir uns mal. So, und dann gibt's noch etwas zum Befragen. Wegen Mayas Prozess morgen. Ich habe zwei Neuigkeiten für dich, Junge. Zwei? Ja, eine schlechte Neuigkeit und eine noch schlechtere Neuigkeit. Okay. Also, welche willst du zuerst hören? Ist mir egal. Es ändert ja nichts daran, dass sie mir nicht gefallen werden. Na gut, Junge. Nun, der Staatsanwalt des morgigen Prozesses heißt von Karma. Was? Von Karma? Manfred von Karma. Er war ein ehrfurchteinflößender, erfahrener Staatsanwalt. Er verlor in 40 Jahren keinen Fall und zog einen furchtbaren Schüler heran. Den Nachgeschmack des Bösen, der er bei ihm hinterlassen hat, werde ich nie vergessen. Oh. Einen Moment. Ja, in dem Moment fällt uns doch was ganz Wichtiges ein, wenn wir von Karma hören. Aber stand von Karma nicht vor Gericht und... Das sind die noch schlechteren Neuigkeiten. Der von Karma, den du morgen triffst, ist sein Nachfolger. Nachfolger? Okay, jetzt sitzen wir richtig in der Scheiße. Also, wer ist dieser Nachfolger von Karma? Junge, es ist buchstäblich das Kind von Staatsanwalt von Karma. Sein Kind wurde schon mit 13 Staatsanwalt und hat noch keinen Fall verloren. Vor allem 13 Jahren. Ein kleines Gör, Staatsanwalt. Ist das nicht eigentlich verboten? Sowas nennt man Wunderkind, Junge. Kind. Ein Moment. 13? Das Kind wurde mit 13 Staatsanwalt? Ich meine, ein solches Wunderkind? Davon hätte ich doch gehört. Oh, nein, nein. Das Kind wurde in Deutschland geboren und aufgezogen, Junge. Ja, das erklärt natürlich alles. Wir sind ja in Amerika und das Kind wuchs in Deutschland auf. Dort gibt es eine Menge Zeug und es eignet sich toll, um Talente zu entwickeln. Deutschland, hm? Vermutlich habe ich darum nie etwas von dieser Person gehört. Oh, trotzdem, wenn ich den Namen von Karma nur höre, kommen die schrecklichen Erinnerungen an diesen Fall wieder hoch. Halt! Komm drüber weg, Phoenix! Diese Person ist Vergangenheit. Jetzt wundern wir uns. Was war das? Wir haben uns an Edgeworth erinnert und Phoenix sagt, nee, wir wollen uns nicht an ihn erinnern. Was ist da wohl passiert? Das bleibt erstmal geheim. Traurig aber wahr. Naja, es regt Spannung, also whatever. Können wir nichts dran ändern. 20. Juni, Ferienwiesen, Nebenzimmer. Hallo nochmal. Wir treffen uns heute aber oft. Oh, Sie sind, total süß. Ist sie, Ihre Tochter? Was? Nein! Was denkt sie denn, wie alt ich bin? So, jetzt versuchen wir nochmal mit ihr zu reden. Ich möchte mit Ihnen über das Opfer Dr. Gray sprechen. Ich, kenne ihn gar nicht. Aha! Ah! Was ist das? Sie können es sehen, oder Henning? Sie können die Blockade im Herzen einer Person sehen. Hä? Was? Das ist die Kraft des Magatama. Nur Sie können diese psychischen Blockaden sehen, Henning. Psychische Blockaden? Je stärker jemand sein Geheimnis verbergen will, umso mehr Blockaden sehen Sie. Wenn Sie nur eine sehen, können Sie diese sicher leicht durchbrechen. Durchbrechen? Aber wie?
Bitte wenden Sie das Magatama der mystischen Maya auf diese Person an. Und dann lassen Sie uns diese Blockade beseitigen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht, aber ich probiere es mal. Bitte vorsichtig, Herr Nick. Wenn Sie einen Fehler machen, wird es Ihnen wehtun. Wenn Sie glauben, dass Sie den benötigten Beweis noch nicht haben, müssen Sie aufhören. Nun, ich muss irgendwo anfangen. Versuchen wir es mal mit diesen Blockaden. Oh ja. Das ist ein Part, der mir richtig gefällt an dem Spiel. Oh ja. Nämlich die psychischen Blockaden. Das haben die so richtig, richtig geil hinbekommen. Oh, ich liebe es. Also gut. Immer wenn wir wissen, da ist eine Blockade, Magatama zeigen. Und dann erscheint das. Das Opfer. Genau, wir machen einen neuen Ausruf. Blockade! Das Opfer. Ini Mini, ich glaube, Sie wissen, wer Dr. Gray ist. Ich sagte es Ihnen doch schon. Wie oft soll ich mich denn noch wiederholen? Wenn Sie so total sicher sind, wo sind dann Ihre Beweise? Es mag zwar sein, dass Sie Dr. Gray niemals persönlich getroffen haben, aber ich denke, dass Sie ihn zumindest indirekt kannten. Wie meinen Sie das, indirekt? Ich sollte jetzt erstmal aufzeigen, dass die Möglichkeit dazu besteht. Also etwas, das eine Verbindung zwischen Innie und Dr. Gray nahelegt. Und das ist das, was wir von Inspektor Gumshoe bekommen haben. Nämlich den Zeitungsausschnitt Nummer 2 über den Tod der Krankenschwester. Sehen Sie sich diesen Zeitungsausschnitt an. Was ist das? Da geht's um einen Unfall? Lesen Sie bitte den Namen des Opfers. Mimi Mini. Mini ist ein ziemlich seltener Nachname. Oder sehen Sie das anders? Frau Mimi Mini ist nicht zufällig eine Verwandte von Ihnen, oder? Sie haben es also bemerkt. Sie war meine ältere Schwester. Ich bedauere Ihren Verlust sehr. Ihre Schwester, war sie eine Krankenschwester in Dr. Grays Chirurgieklinik? Die chirurgische Klinik Dr. Gray. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das Opfer, Dr. Turner Gray, diese Klinik leitete. Und daher kannten Sie Dr. Gray. Sie kannten ihn über Ihre Schwester. Ha! Blockade gelöst. Und so funktioniert das. Und jetzt können wir Sie ausfragen in aller Ruhe. Bitte sagen Sie mir alles, was Sie über Dr. Gray wissen. Der Name meiner Schwester war Mimi Mini. Sie war Krankenschwester in Dr. Grays Klinik. Das dachte ich mir. Ich hörte, dass Dr. Gray total streng war, der totale Sklaventreiber. Meine Schwester kam immer total schlapp und voll überarbeitet nach Hause. Schlapp? Ist sie deshalb am Steuer eingeschlafen? Der Typ hat meine Schwester so angetrieben. Darum kam es zu dem Unfall. Der Unfall, wo 14 Patienten wegen eines Kunstfehlers starben? Ja, ich denke, das war auch die Schuld des Arztes. Meine Schwester wurde von den Erwartungen der anderen und ihren Pflichten getrieben. Direkt in den Tod. Oh, es tut mir leid. Also, sind wir fertig? Ich habe allen schon meine Geschichte erzählt. Verstehen Sie jetzt, Tennik? So funktioniert eine psychische Blockade. Nun, ich plane nicht, in anderen Herzen einzudringen, wenn es nicht nötig ist. Diese Blockade war ziemlich leicht, aber vielleicht treffen Sie später noch auf Leute, die nicht so leicht nachgeben. Wenn Sie nicht genug Beweise haben, müssen Sie vorsichtig sein und rechtzeitig aufhören. Okay. Und jetzt kennen wir das Prinzip des Blockadenlösens.
Und ich kann es immer wieder sagen, es ist einfach nur geil. Miam, 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 miam. Ich liebe es. So, 20. Juni, Kurain. Herr Nick? Hm? Was ist los? Ich habe Kurain noch nie verlassen. Wirklich? Wow, das ist ziemlich erstaunlich. Sie treffen sich mit dem mystischen Maya, oder? Bitte bestellen Sie ihr meine Grüße. Hey, warte! Sie ist weggerannt. Schon wieder. Naja, ich kenne Inis Geheimnis jetzt, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich Maya retten kann. Ich weiß nicht mal, ob ich lächelnd oder ernst da reingehen soll. Oh. Naja, was soll's. Auf gut Glück. Zur Strafanstalt. 20. Juni, Besucherraum. Ja. Was soll ich nur tun? Die Zeit ist fast abgelaufen. Kann ich überhaupt etwas tun? Kann ich sie wirklich retten? Tut mir leid, dass du warten musstest. Hä? Das muss Maya sein. Es ist lange her, nicht wahr, Phoenix? Diese Stimme. Mia! Auch ohne mich hast du offenbar gelernt, auf eigene Füßen zu stehen. Mia, sie ist Mayas ältere Schwester und meine Mentorin. Sie war eine erstklassige Strafverteidigerin, aber ein Fall zwang sie aufzuhören. Aber immer wenn ich Probleme habe, kommt sie her und hilft mir. Einfach so. Ja, sie ist eine tolle Frau. Ihr Geist kommt aus der anderen Welt und leiht sich kurz Mayas Körper. Phoenix, so ein Gesicht kannst du vor einem Mandanten nicht machen. Ein Anwalt ist jemand, der lächelt, egal wie schlimm die Lage ist, gerade dann. Mia, du kannst nur am Ende lächeln, wenn du unterwegs auch ein Lächeln im Gesicht hattest. Wie dem auch sei, so ein Gesicht wie jetzt darfst du einer Mandantin nicht zeigen. Aber... Also, erzähl mir davon. Ich schätze, dass meine Schwester mal wieder großen Ärger hat. Oh ja, und welchen Ärger. Aber schön, dass wir Maya wiedersehen. Maya, genau. Mia! Dass wir Mia wiedersehen. Ach, sie ist so eine tolle Frau. Ich mag Mia. Wirklich, ich mag Mia. So, jetzt aber weiter. Ich erzählte ihr, was in den letzten 2 Tagen alles passiert war. Mia schloss die Augen, hochkonzentriert, während sie zuhörte. Ich verstehe. Mia, was soll ich tun? Es ist ziemlich klar, was ein guter Anwalt in dieser Lage tut. Und das wäre? Sag es mir, bitte! Steh zu deinen Überzeugungen und kämpfe um den Freispruch deiner Klientin. Mia ist sehr zuversichtlich. Dann wollen wir wissen, wieso. Du glaubst, Maya ist unschuldig? Was macht dich da so sicher? Ich weiß es. Und ich werde dir einen Tipp geben, woher. Ja? Medien können nicht träumen. Können nicht träumen? So wie du es mir erzählt hast, klingt es, als habe Maya bei einer Beschwörung geträumt. Ja, sie sagte, dass sie träumte. Sie sei gestorben und begraben worden. Aber das ist unmöglich. Sie hat es dir sicher gesagt. Wenn ein Medium beschwört, verschwindet sein Geist. Das bedeutet, dass es ihm unmöglich ist, in dieser Zeit zu träumen. Dann, was heißt das? Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Maya reingelegt wurde. Reingelegt? Du musst diesen Fall knacken und morgen zeigen, wie sie reingelegt wurde. Oh ja, und wie wir das werden. Jetzt, wo wir wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Maya das Verbrechen auf jeden Fall nicht begangen haben kann. Bla.
Wie soll ich ihre Unschuld beweisen, wenn ich keinen Hinweis habe? Wenn du einen Hinweis suchst, den hältst du bereits in den Händen. Tatsächlich? Genau wie ich sagte, Phoenix. Du hältst den Schlüssel bereits in der Hand. Wirklich? Komm schon, zeig mir den Schlüssel zu diesem Fall. Den Schlüssel? Na gut, ich zeige ihn ihr. Den Schlüssel, den ich habe. Ja, der Schlüssel, um den Fall zu knacken, ist wortwörtlich der Schlüssel. Mia, hast du diesen Schlüssel schon einmal gesehen? Der Schlüssel. Das ist buchstäblich der Schlüssel zu allem, was in diesem Fall geschah. Dieser Schlüssel? Phoenix, hör zu. Im Moment hältst du diesen Schlüssel in der Hand. Aber da sollte er nicht sein. Das widerspricht den Fakten. Was meint sie damit? Dieser Schlüssel wird morgen sicher der Beweis sein, den der Fall entscheidet. Du weißt bereits alles, was du wissen musst. Du weißt, was der Schlüssel zu diesem Fall ist. Das ist genug. Aber... Wie kann ich morgen gewinnen, ohne den wahren Mörder zu kennen? Wer könnte... Damals wusste ich es noch nicht. Aber der Tag sollte mir eine Überraschung enden. So jetzt. Nämlich. Mia? Was? Was ist los? Stimmt ja. Nur ich kann die psychischen Blockaden sehen. Das bedeutet, Mia muss etwas über den wahren Mörder wissen. Aber wenn es etwas ist, das sie sogar von mir verbergen will, was in aller Welt geht hier vor sich? Ich sag mal so, es muss ein wirklich heftiges Geheimnis sein, wenn sogar Mia 3 Blockaden aufweist. Respekt. Also muss es schon ein hochrangiges Geheimnis sein. Wie dem auch sei, gleich beginnt der... Wie heißt das nochmal? Blöd, ey. Wenn ich immer einzelne Wörter vergesse. Prozess, genau. Gleich beginnt der Prozess. Kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.